Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Die ganze Welt schaut derzeit gebannt auf die Situation in der Ostukraine. Man weiß ja, die russischen Panzer haben begonnen zu rollen. Einer, der dort ist, nämlich Paul Ronsheimer, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, darf ich jetzt per Zuschaltung begrüßen. Guten Abend, Paul. Schönen guten Abend, Isabel. Du verfolgst die Situation jetzt seit einigen Tagen aus der Ostukraine. Vielleicht kannst du uns deine Eindrücke schildern, so wie sie sind. Die Situation in der Ostukraine ist wahnsinnig brenzlig. Hier an dem Ort, an dem ich stehe, in Bachmut, 70.000 Einwohner, nur 10 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Hier ist die große Angst, dass die Panzer weiter vorrücken könnten, auch in das ukrainische Gebiet im Donbass in der Ostukraine. Denn man muss das vielleicht einmal erklären, die Ostukraine ist seit 2014 geteilt. Damals gab es den Krieg und seitdem gibt es eine Frontlinie, die hier quer durch den Donbass gibt. Auf der einen Seite stehen die ukrainischen Soldaten und auf der anderen standen Separatisten, so haben sie sich zumindest genannt, auch damals schon unterstützt von Putin. Und jetzt seit genau einem Tag, kann man sagen, oder seit gestern Nacht auch russische Truppen. Und Wladimir Putin hat diese Volksrepubliken anerkannt offiziell, russische sogenannte Friedenstruppen dort reingeschickt. Das ist natürlich nicht nur semantische Lüge, sondern eine Lüge, denn es geht darum, hier mit diesen Truppen Fakten zu schaffen. Und die große Sorge in der Ukraine ist, dass diese Truppen eben auch weiterziehen durch die Ukraine. Denn Wladimir Putin hat in seiner Rede, in dieser, historischen Rede der Ukraine, das Existenzrecht abgesprochen und hat gesagt, die Ukraine gehört zu Russland. Er hat ihnen ja auch vorgeworfen, de facto eine faschistische Regierung zu haben. Es war eine ziemliche Kriegsrhetorik. Aber heißt das, dass die Leute, mit denen du redest, diese Separatistengebiete de facto aufgegeben haben? Die Separatistengebiete, die wurden schon vor längerer Zeit aufgegeben, muss man sagen. Denn, wie gesagt, seit 2014, seit dem Maidan, auch daran muss man noch einmal erinnern, das waren die Demonstrationen der Ukrainer in Kiew, weil sie ein europäisches Abkommen unterschreiben wollten. Und daraufhin hat Wladimir Putin dann die Halbinsel Krim besetzen lassen. Das passierte fast ohne Gegenwehr und hat dann Schergen in die Ostukraine geschickt, die dann Donetsk, eine große Stadt, und Luhansk erobert haben. Die Menschen hier haben Angst, dass jetzt dieser Eroberungsfeldzug eben weitergeht und nicht sich ausschließlich auf diese Gebiete beschränkt, wo schon seit längerem Krieg herrscht. Ein blutiger Krieg, muss man sagen. Seit 2014 sind bereits 13.000 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch viele Zivilisten. Und wenn man jetzt darauf schaut, dass um die Ukraine herum fast 200.000 russische Truppen stehen, dann muss man davon ausgehen, dass Putin es auf die gesamte Ukraine abgesehen hat. Und wenn das der Fall wäre, dann könnte das einen großen Krieg in einer militärischen Dimension bekommen, wie wir sie seit 1945, seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben. Du hast jetzt diese Militärpräsenz angesprochen. Da sagen tatsächlich Militäranalysten, das sind viel zu viele, wenn es nur um diese Separatistenregionen ginge. Gleichzeitig hat Selenskyj, der ukrainische Premier, gesagt, er glaubt nicht an Krieg. Ja, das, was der ukrainische Präsident gesagt hat, hat sich ja jetzt sozusagen überholt. Denn man muss sagen, die Warnungen der Amerikaner sind wahr geworden. Es ist am Ende bereits ein Krieg, der dort stattfindet, dadurch, dass russische Truppen da jetzt reinfahren. Und es gibt jeden Tag kriegerische Auseinandersetzungen an dieser Frontlinie. Ich bin jeden Tag dort. Ich erlebe Mörserbeschuss, ich erlebe Artilleriebeschuss. Ich erlebe, wie Menschen dort in diesen Dörfern ausharren, in ihren Küchen, sich dort verstecken, in den Keller rennen. Also dieser Krieg ist dort und jetzt wird er auch ganz offiziell mit russischen Waffen geführt. Also ich glaube, der ukrainische Präsident hat in den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten versucht, diese Panik etwas runterzufahren, weil es natürlich wirtschaftlich auch wahnsinnige Konsequenzen hat für die Ukraine, was dort gerade passiert. Aber es ist jetzt wahr geworden. Putin ist mit offiziellen Truppen in der Ostukraine. Er war auch vorher dort schon mit Kämpfern, aber jetzt ganz offiziell dort. Und die Frage ist, zieht er jetzt weiter? Und Selenskyj hat dort klar gesagt,
dass er diplomatische Beziehungen mit Russland, die es eh kaum noch gab, aber jetzt möglicherweise vollständig aufgeben will. Und er hat Russland gewarnt, dass man das Land nicht hergeben werde und sich militärisch wehren werde. Und dass es nicht so sei wie 2014, als die ukrainische, ja, das Militär kaum existierte. Die sind seit 7 Jahren in einem Krieg und würden sich den russischen Soldaten entgegenstellen. Paul, ihr habt heute kommentiert, Putin ist jetzt unser Feind. Was erwartet ihr oder was erwartest du? Was soll jetzt Deutschland, was soll die EU konkret machen? Deutschland hat heute einen richtigen Schritt getan. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat endlich, muss man sagen, angekündigt, dass Nord Stream 2 gestoppt wird, die Zertifizierung gestoppt wird, die Gaspipeline, die eben an der Ukraine vorbei Russland mit Deutschland mit Gas oder Europa mit Gas versorgen sollte. Ich glaube, dass da auch österreichische Politiker jetzt eine Verantwortung haben, endlich bestimmte Ämter niederzulegen. Genau die Diskussion, die wir in Deutschland haben mit Altkanzler Gerhard Schröder, der bei Gazprom und Rosneft eingestiegen ist, den Gas- und Energieriesen. Gibt es in Österreich Christian Kern, euren Altbundeskanzler, der bei der russischen Eisenbahn aktiv ist. Da muss man sich wirklich fragen, wie man das noch mit seinem Gewissen vereinbaren kann, für einen Mann zu arbeiten, einen Mann am Ende reicher zu machen, ein Regime reicher zu machen, das solch einen blutigen Krieg hier führt. Und ich glaube, wir Europäer haben eine insgesamte Verantwortung, endlich zu sehen, was wir dort in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Jahrzehnten, muss man fast sagen, gemacht haben, wie blauäugig wir mit Russland Geschäfte gemacht haben. Und am Ende hat es bedeutet, dass Russland jetzt so viel Geld hat, so viel Macht hat, dass sie diesen Krieg führen können, natürlich zulasten der eigenen Bevölkerung. Aber das ist Wladimir Putin völlig egal. Ganz zum Schluss, weil du ja da auch mit vielen Menschen redest, hast du den Eindruck, dass im Fall, dass Putin die Invasion fortsetzt, also wirklich stärker ins Land reingeht, dass die Menschen kampfbereit sind, also einen Krieg wollen? Je weiter man in der Ukraine von hier im Osten Richtung Kiew geht, das sind 800 Kilometer hier aus der Ostukraine, desto patriotischer werden die Menschen. Und sie sind absolut dazu bereit, ihr Land zu verteidigen. Ich telefoniere von hier aus jeden Tag mit Vitali Klitschko und Wladimir Klitschko, die mir beide sagen, wir bleiben im Land. Und die beiden stehen so ein bisschen symbolisch dafür. Sie sagen, wir werden unser Land verteidigen, auch wenn wir überall im Ausland leben könnten, in Los Angeles, in New York, in Hamburg, wo auch immer, und viel Geld haben. Nein, wir kämpfen für unsere Ukraine, und dieser Patriotismus ist im Land sehr, sehr viel größer geworden in den vergangenen Jahren, seit 2014, seitdem Hunderttausende, 1 Million Menschen teilweise am Maidan für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit gekämpft haben. Und die werden sich nicht einfach ihr Land nehmen lassen. Wenn Putin sich dazu entschieden haben sollte, die ganze Ukraine anzugreifen, dann wird es Gegenwehr geben. Blutig wird das werden, ein grausamer Krieg. Am Ende muss man sagen, ist Russland militärisch der Ukraine sehr, sehr überlegen, maximal überlegen am Ende auch. Aber es gibt hier kampfbereite Truppen. Und selbst wenn Putin das ganze Land unter Kontrolle bringen würde, glaube ich, hätte das eine Art Partisanenkrieg zur Folge. Denn ich glaube, dass in Städten wie Lviv, also Lemberg und Kiew und weiteren Städten, die Menschen es nicht akzeptieren würden, unter Putin zu leben. Gut, Paul Ronsheimer, vielen Dank für deinen spannenden Bericht, für das spannende Gespräch. Stay safe. Dankeschön. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause, bevor es dann spannend weitergeht. Bleiben Sie dran.